Hier haben wir von Hobby den Beachy. Der Beachy ist relativ neu, soll eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Aha, wen wohl? Und ja, jetzt suche ich mal eben ein bisschen nach Surfmusik, ob ich das finde. So, in dem Ding könnt ihr aber auch wirklich alles umbauen. Den Boden, was weiß ich, mit dem Tisch versehen, eine große Liegefläche machen, das alles dementsprechend umpacken, dass ihr hinten noch Stauraum habt für ein Moped. Leichtmoped würde ich mal sagen, oder eben halt Fahrräder, Kanus und ich weiß nicht. Also genau müsst ihr euch das Ding im Internet nochmal angucken. Hier hinter der Tür ist jetzt eine Kleiderstange oben zu sehen, ein paar Fächer, wo man Klamotten reinlegen kann, Spiegel. Ansonsten sehr mager, da Potter Potty zu sehen. Und dann geht es auch hier direkt weiter. Hier Deichsel drauf, ist klar. Alubox auf der Deichsel, relativ spartanisch, auch von außen. Hauptsache einen schönen Aufkleber drauf. Und ganz cool gemacht ist eigentlich hinten die Tür, die man aufmachen kann, dass man direkt ins Meer springen kann, wenn man so weit ans Meer schiebt. Mit der Klappe oder eben halt umbaubar, dass man da Fahrräder, Motorräder und was weiß ich noch alle reinkriegt. Schönes Konzept. Ob das so ankommen wird, wird sich zeigen. Hier unter der Spüle den 10 Liter Kanister, wo dann im Prinzip das Wasser abgezogen wird. Eigentlich fehlt dann ein zweiter Kanister. Naja, okay, hier Kühlbox in der Schiebekiste drin und ein kleines Bedienpanel. Zwei USB, Steckdose, normale Steckdose. Hier Gummizug, Palling. Und dadurch wird alles andere gesichert. Also muss man schon ein bisschen gucken, was man da reinstellt. Und da oben nochmal ein Mückenvorhang. Alles in allem, schönes Konzept. Wir werden sehen, ob wir davon mal ein paar auf der Straße entdecken können. Hier nochmal Innenraum von beiden Seiten. Oben eine Dachluke drin für Frischluft. So, das war's auch schon wieder. Bitte nicht vergessen, liken und abonnieren am besten und Glocke.